Aber das ist halt unser Geschäft. Gäbe es keine Werbung. Eher strategisch entscheidet da Xenia Tschumitschewa. Schließlich will sie nicht nur sehen und gesehen werden. Aber ich gehe nicht so oft. Ich gehe nur an die besten Anlässe und nur, wenn es macht Sinn mit meiner Strategie. Seitdem Xenia Tschumitschewa am italienischen Fernsehen moderiert, wurden auch ihre Kurven etwas größer. Ist das etwa auch eine Strategie? Ich bin auf eine Wirtschaftsshow. So. Das heißt, ich muss nicht unbedingt zu viel Brust haben oder zu viel Po im Fernsehen, aber das haben sie sehr gerne. Neu im Club der eingeladenen VIPs ist Lorenzo Leutenecker. Zur Schau bildschöne Frauen und extravagante Dessous. Der amerikanische Unterwäschehersteller Victoria's Secret hat einmal mehr keine Kosten und Mühen gescheut und dem Publikum eine Show der Extraklasse geboten. Einige der bestbezahlten Models der Welt schwebten in New York über den Laufsteg. Miss Orlando Bloom, Miranda Kerr und Alessandra Ambrosio, die einen BH für lächerliche 2,5 Millionen Dollar spazieren führte. Für musikalische Höhepunkte sorgte der 18-jährige Mädchenschwarm Justin Bieber. Und auch Rihanna brachte die Schönheiten zum Tanzen und konnte in ihrem sexy Outfit locker mit den Models mithalten. Fans müssen sich allerdings noch etwas gedulden. Sie bekommen die Show erst am 4. Dezember zu sehen. Lässt sich nur hoffen, dass bei diesem Anblick nicht die Lust auf Weihnachtsgurtsliefer geht. Dann heisst es einfach, erst recht zu lange und dafür ein bisschen mehr anziehen. Den Sparen.